Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Fallout 4. Ich bin der Neflatu und wir machen direkt weiter. Patz, da unten ist unser Zielmarker bei dem Typen. Stecken wir die Knarre weg. Guten Tag. Abraham. Hey, du! Tut mir leid, ich dachte, du wärst einer dieser wahnsinnigen Geschmiedeten, aber du hast die Verbrennungen nicht. Eine Gruppe von ihnen hat die alte Eisenhütte eingenommen und sie schießen auf jeden, der sie nur ansieht. Wer sind die Geschmiedeten? Ein Haufen aufgeblasener Raider, besessen von Feuer und Metall. Mein ungeratener Sohn Jake hat sich des Nachts zu ihnen geschlichen. Er hat das Schwert meines Opas mitgenommen. Das war fast so etwas wie ein Erbstück. Wenn du wirklich bei den Minutemen bist und helfen willst, würde es mir viel bedeuten, wenn du das Schwert zurückbringst. Ja, sicher. Was ist mit deinem Sohn, Jake? Ist dir egal, was mit ihm geschieht? Ich habe keine Raider großgezogen. Also für mich ist er gestorben. Optional können wir ihn zurückholen. Kannst du mir mehr über die Geschmiedeten erzählen? Angeführt werden sie von einem Typen namens Slag. Sie kamen vor ein paar Monaten ins Commonwealth und fingen an zu rekrutieren. Bisher haben sie nur die Leute eingeschüchtert, aber so schnell wie die wachsen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es schlimmer wird. Nach was für einem Schwert muss ich suchen? Ein altes Vorkriegsschwert, aufgemotzt, um Flammen zu verschießen. Was bitte? Jake dachte wohl, deswegen dürfte er beitreten. Also, was sagst du? Auf geht's. Ich werde es finden. Du tust mir einen großen Gefallen und ich werde mich erkenntlich zeigen. Ja, das, ach, das ist ja gleich hier. Na dann, auf geht's. Machen wir das doch glatt. Vielleicht nicht gleich von vorne. Da. Ramen. Ja, den lassen wir mal. Was geht hier ab? Heiler Hütchen, da geht's gut ab. Sage mal. Mal zwischenspeichern hier. Aber die halten schon was aus, ne? Endlich mal ein bisschen Herausforderung hier. Schauen wir mal, ob wir den gut erwischen. Na! Ah! Boing.
Brennstoff-Flammenwerfer. Geile Scheiß. Wo ist der andere da? Der hatte da. Da. Sehr gut. Metallrüstung, Helm. Hm, nehmen wir mal mit. So, da liegt er. Hui. Automatikpistole. Gasmaske mit Brille. Käfigrüstung. Ah, machen wir mit. Das war's, ne? Da noch irgendwo was Spannendes rum. Ja. Oh, geil. Oh, das schaut doch bestimmt so aus, als ob das... Alarmgesichertes Scheißding. Oh Mann, oh Mann. Wie ist, warum ist es da? Hund, warst du das? Hast du die Tür aufgemacht? Das ist doch ein Explosive-Zeichen, oder? Geht bestimmt gleich die Hütte hoch. Ich speichere mal. Lächerlich. Lösche. Baumvulkan. Nehmen wir mal mit. Kampfgewehr. Okay. Wisst ihr was? Ich hau uns jetzt doch mal einen Right Away rein, glaube ich. Es wird Zeit. Damit geht die Radioaktivität nur ein bisschen zurück. Noch irgendwo so Maulwurfsachen, maximale AP 5. Warum nicht, ne? Warum nicht? Zum. Doc wieder was gefunden. Was denn? Hund? Wo denn? Wo bist du?
Okay. Denke ich mir, dass da hinten was ist. Scheiterhaufen hier oder was? Radioaktive Fässer. Und ein Terminal. Schauen wir mal. Scheinwerfersteuerung. Ah, ist egal. Also die gehen hier scheinbar ein Stündchen schlafen, ziemlich heftig mit Flammenwerfen ab, also werden wir viel mit Feuer zu tun bekommen. Ich speichere jetzt mal und dann heißt es nichts wie rein. Ich mag die Waffe. Ich hab das schon hundertmal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's auch? Meine Fresse, du. Hey, hey, hey. Nur ein Lego anrenkt, nein. Meine Herren, ui, ui, ui. Können wir wissen, was der so wert ist? Das ist viel. Gewicht 33. Eieiei. Hauen wir mal einen Dock mit rein. Psst. Hm,
Der scheint ganz cool zu sein. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Stachelrüstung von dem Auge mit. Geröstet. Chat. Auf leere Flaschen. Einkaufskorb. Da nehme ich auch mal mit. Ein überfälliges Buch. Ah. Haben wir doch schon mal eins. Bin gespannt, wofür das da ist. Plastikmesser? Wollte mich doch veräppeln. Geschafft. Nix von Wert. Aber wir nehmen es trotzdem mit, wenn wir den schon mal geknackt haben. Da ist nichts mehr. Okay, das müssen wir wohl scheinbar... Zement. Denke ich mir, dass das ein bisschen schwer ist. Was zum Teufel war das? Hey! So, da speichern wir mal, weil das wird mit Sicherheit Hacken sein hier. Jawohl, sag ich doch. Also, wir haben Feed 5. Name, es ist also ein 5er. Ding. Da können wir auf jeden Fall mal gucken, ob es ein E am Ende gibt. Komm, M. Treffer 1. Okay. Dann ist es entweder das E oder das M. Schauen wir mal. 5. Es ist das M. Okay.
Dann nehmen wir Name. Oh, falsch. Okay, da müssen wir uns jetzt Klammern suchen. Die da zum Beispiel. Also es war auch nicht Name, aber das M könnte stimmen. Weil... Also wir hatten Kram, da hatten wir Treffer 1, 5. Hatten wir keinen Treffer, dann ist es nicht das Ding. Es ist O, C oder O. Dann machen wir Ole. Auch falsch. C oder O. Suchen wir uns mal nochmal eine Klammer. Da ist eine. Ein falscher Eintrag wurde entfernt. Da ist nochmal eine. Was? Oh, aber dann ist es schon das. Dann muss es eigentlich schon wirklich das O sein. Das S kann es dann eigentlich nicht sein. Falscher Eintrag entfernt. Jetzt nehmen wir fast alles raus. Knaller, kannst ja fast alles rausnehmen, was falsch sein könnte. Alter, wir haben jetzt alle Klammern. Ich trau's mich nicht, ich trau's mich nicht. Oder Pool. Sollen wir's wagen? Nee. Ich spring mal raus und mach's nochmal. Aber in der nächsten Folge, das hat nicht geklappt. Verstecken. Vor mir? Ich wollte den Roboter, vergessen. Das hat bestimmt mit dem Roboter zu tun. Ihr habt wegen nichts so einen Alarm gemacht. Ja, Alarm ist gut. Aber wie gesagt, jetzt sind wir am Ende dieser Folge und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten wieder mit dabei seid und wenn wir dieses Terminal knacken, euer Neffler-Tour. Bis dann.